Schönen guten Abend und willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir waren vergangene Nacht im Impfzentrum in Heusenstamm im Kreis Offenbach. Dort wird nämlich 4 Tage lang rund um die Uhr geimpft. Und wir schauen, wie das ankommt. Impfung statt Ausgehen. Und wir erinnern an den großen Künstler Josef Beuys, der heute 100 Jahre alt geworden wäre und viele Spuren bei uns in Hessen hinterlassen hat. Zuerst schauen wir auf die neuen Corona-Beschlüsse der Landesregierung. Das Licht am Ende des Tunnels wird heller. Es gibt weitgehende Lockerungen für alle Kommunen, in denen die Inzidenz mehrere Tage unter 100 liegt. Das betrifft die Schulen, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus. Im Brauhaus Altoberursel sind die Vorbereitungen für eine Öffnung in vollem Gange. 330 Stühle stehen für Gäste im Hof bereit. Seit Tagen schon wird alles gründlich gesäubert und aufgeräumt. Inhaber Thomas Studanski hofft, dass es schneller wieder losgehen kann, zumindest mit der Außengastronomie. Bisher hatte er große 6-stellige Verluste. Essen zum Mitnehmen konnte er hier nicht verkaufen. Eine Haxe nimmt man nicht mit nach Hause. Ja. Das ist kein Essen, was man jetzt daheim verpackt hat. Die Qualität leidet auch stark drunter. Und wir haben von Anfang an hier geschlossen gehabt, haben nur Bierverkauf außer Haus gemacht. Der Einbruch war halt immens. Studanski braut selbst Bier. 11.000 Liter sind in den Tanks und die Küche ist völlig erneuert. Welche Mengen Lebensmittel er nun braucht, lasse sich noch kaum einschätzen. Die Gäste werden am Anfang ja noch vorsichtig sein. Seine Sorge ist, dass die beschlossenen Lockerungen nur von kurzer Dauer sein könnten. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir, wenn wir öffnen, dass wir sicher öffnen. Also das bringt mir jetzt gar nichts, wenn ich jetzt aufmache und 14 Tage wieder zu. Das wäre katastrophal. Von daher wäre ich sogar bereit, ein kleines Stückchen zuzuwarten und dann zu öffnen. Nicht nur die Gastronomen hatten gespannt auf umfangreiche Öffnungen gehofft. Die Opposition fordert konsequente Schritte in allen Bereichen. Es zeichnet sich ja Gott sei Dank eine Entspannung in der Corona-Lage ab. Und deswegen müssen wir auch Öffnungsperspektiven bieten, die sinnvoll sind, die erklärbar sind, aber die danach umsetzbar sind. Wir erwarten umfangreiche Lockerungen für Gastronomie und Hotels. Wir erwarten die Öffnung des gesamten Einzelhandels und die Beendigung der nächtlichen Ausgangssperren. Kurz nach 17 Uhr Pressekonferenz von Regierungschef Bouffier und seinem Stellvertreter Al-Wazir. Brauhausbesitzer Studanski will das nicht verpassen. Was kommt wohl noch? Bouffier warnt zunächst Lockerungen, ja, aber mit Besonnenheit. Jetzt bin ich gespannt hier. In der Gastronomie gilt, dass Außengastronomie in Stufe 1 möglich ist. Unter strengen Auflagen. Dazu gehören ein Negativtest und Kontaktnachverfolgung. Geimpfte und Genesene sind davon befreit. Für den Gastronomen eine schwierige Aufgabe, das alles im Blick zu behalten. Wie wir die Tests prüfen können, weil das ist mit Sicherheit ein Thema, das wird zu Diskussionen führen. Ja. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie erkenne ich einen Wiedergenesenen, weiß ich noch gar nicht. Lockerungen wird es auch für Hotels und Schulen geben. Die Hotels dürfen mit Auflagen ab Montag wieder öffnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 sollen wieder in den Präsenzunterricht. Das Land bleibt vorsichtig und führt ein 2-Stufen-Modell ein. Stufe 1 bringt Lockerungen, wenn die Inzidenz 5 Tage unter 100 liegt. Stufe 2 bringt sogar noch mehr Erleichterungen bei 14 weiteren Tagen mit einer Inzidenz unter 100. Thomas Studanski darf bei Stufe 2 auch drinnen Bier ausschenken. Er ist jetzt wieder optimistisch, dass es im Brauhaus bald aufwärts geht. Für wen gilt denn jetzt eigentlich was? Bei einer Inzidenz von über 100 gilt ja die Bundesnotbremse. Wenn die an 5 Tagen in Folge unterschritten wird, dann gelten die hessischen Corona-Regeln. Seit Montag ist es so im Wetteraukreis und seit heute auch im Vogelsbergkreis und im Hochtaunuskreis alle grau dargestellt. Unter einer Inzidenz von 100, allerdings noch nicht 5 Werktage in Folge, sind jetzt die schraffierten Flächen, die Stadt Darmstadt, die Kreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Marburg-Biedenkopf und der Rheingau-Taunus-Kreis. Alle anderen hessischen Kommunen haben heute noch eine Inzidenz über 100. Wie sind die Entscheidungen der Landesregierung aufgenommen worden? Welche Erwartungen haben die Menschen mit sinkenden Infektionszahlen? Wir haben uns heute in Darmstadt umgehört. Es gibt zumindest mal nachvollziehbare Werte, an die man sich halten kann oder an die man sich orientieren kann.
Was mir fehlt, ist noch so die Gesamtstrategie. Was ich wichtig finde, ist, dass die Gastronomie aufmachen kann. Das finde ich schon wichtig, weil man vermisst sie. Und die müssen ja auch leben. Die tun mir schon leid. Ne? Und genauso die Geschäfte. Also, dass man langsam aufmachen kann oder darf, ist es schon wichtig. Also, wir haben rundum Gastronomen hier. Aber dass sie mit der Test aufmachen, das ist ein bisschen kompliziert für die Leute. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Mittag essen möchte und dann brauche ich einen Test, dann muss ich erstmal auf einen Test warten, ob ich irgendwo mal einen Test kriege. Sport wäre auch ganz schön mal wieder. Sport ist halt etwas, was verbindet, hält die Leute zusammen, macht Spaß, da kann man alles rauslassen. Die Wut, die man hat auf Corona vielleicht. Aber ich finde, bei allen Maßnahmen sollte man bedenken, dass man nicht zu früh aufmacht alles, nicht zu früh öffnet. Weil ich habe einfach Angst, dass sie alles überrannt wird und dass es dann wieder von vorne losgeht. Das sind meine Bedenken. Mir persönlich wäre es wichtig, dass die Menschen gesund bleiben, dass sie zum normalen Leben wieder zurückführen können. Allerdings bin ich der Meinung, man sollte das in langsamen Schritten machen und auch überlegt machen. Es ist immer die Gefahr, dass wieder übertrieben wird. Das hatten wir ja vom letzten Sommer bis jetzt mit auf zu. Und das sollte endlich mal zur Ruhe kommen. Und wir sprechen mit meiner Kollegin Ute Wellstein in unserem Studio in Wiesbaden. Ute, es ist ja immer wieder in all den Monaten ein klares Konzept gefordert worden. Haben wir das jetzt? Ja, das ist jetzt zumindest, finde ich, ein klarer Stufenplan. Man kann jetzt genau gucken, was passiert in meinem Landkreis, wenn bestimmte Zahlen da sind. Also über 100 ist ganz klar, gilt in ganz Deutschland die Bundesnotbremse inklusive dieser Ausgangsbeschränkungen. Das ist auch weiterhin so. Aber unter einer Inzidenz von 100, einer stabilen von unter 100, da gelten ja Landesverordnungen und die wurden halt heute neu geregelt und die sehen da wiederum zwei Stufen vor. Ist ein Landkreis stabil unter 100, dann da werden da bestimmte Lockerungen eingeführt und schafft er es dann zwei Wochen lang dieses Level zu halten oder sogar noch abzusinken, dann gibt es noch weitere Lockerungen. Und so kann man sich jetzt, und das ist das Gute daran, glaube ich, ganz gut vorbereiten. Man sieht ja, in welche Richtungen die Inzidenzen gehen und was dann als nächstes möglich sein wird. Das funktioniert, denke ich, ganz gut, dass man da eine verlässliche Maßgabe hat. Und es betrifft alle Bereiche, die bisher reglementiert waren. Also die Gastronomie, die Schulen, die Hotels und auch die Kontaktbeschränkungen. Die sind alle von diesem Stufenmodell betroffen. Ja, gerade die Schulen interessieren natürlich alle jetzt, die schulpflichtige Kinder haben. Was bedeuten denn die Lockerungen für die Schulen? Ja, vielleicht kann man es mal an diesem Beispiel ganz gut erklären. Also fällt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt dauerhaft unter 100, dann dürfen die Klassen 1 bis 6 in der ersten Stufe ganz normal in die Schule gehen und dort unterrichtet werden und die Abschlussklassen. Die Klassen dazwischen ab Klasse 7, die sind dann noch im Wechselunterricht. Aber hält man das Niveau zwei Wochen und die Inzidenz steigt nicht an, sondern bleibt unter 100, kommt diese Stufe 2 und die bedeutet dann schon, dass alle Schüler von der ersten bis zur letzten Klasse in den Präsenzunterricht gehen dürfen. Die müssen dann zweimal pro Woche getestet werden. Das ist auch deshalb notwendig, weil die Kinder ja noch nicht geimpft werden können. Der Impfstoff für Kinder ab 12 soll erst in den nächsten Wochen zugelassen werden. So will man deshalb da mit dem Testen für die Sicherheit sorgen. Sieht es denn jetzt danach aus, dass wir es geschafft haben, dass wir sozusagen auf der Zielgeraden sind, raus aus der Pandemie? Naja, wenn wir uns daran erinnern, vor ein paar Wochen noch haben wir über die Bundesnotbremse geredet, ist noch gar nicht lange her. Die ging mit Verschärfungen einher, mit Ausgangssperren und anderen unangenehmen Dingen. Und jetzt ist es ein Paradigmenwechsel. Jetzt reden wir darüber, wie führen wir das Land wieder in die Normalität zurück, auch wenn hier noch nicht von einem Ende der Pandemie und von einer Aufhebung aller Beschränkungen die Rede ist, so ist es doch ein Öffnungsplan. Und der ist deshalb möglich, sagt die Landesregierung, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Die Inzidenzen fallen stetig. Immer mehr Leute werden geimpft. Es ist schon über ein Drittel aller Hessen mit einer ersten Impfung versehen und damit nicht mehr in der großen Gefahr, schwer krank zu werden an diesem Virus. Es wird viel mehr getestet in den Betrieben, in den Schulen und anderswo. Und, das wurde heute auch noch mal gesagt, die Gesundheitsämter sind wesentlich besser wieder in der Lage, rückzuverfolgen, wer krank war und wen getroffen hat. Und all das ermöglicht diese Öffnungsschritte. Man darf sich aber auch nichts vormachen. Die Bundesnotbremse gilt immer noch. Deshalb, wenn sich das umdreht und ein Landkreis oder eine Stadt
Stadt wieder über 100 kommt nach 3 Tagen, wird automatisch wieder die Notbremse gezogen und all diese schönen Lockerungen sind wieder dahin. Das wollen wir nicht hoffen. Vielen Dank, Ute Weltstein. Zur aktuellen Corona-Lage gibt es heute Abend ein Hessenschau-Extra. Rückkehr der Hoffnung in Corona-Zeiten, heißt es gleich nach der Tagesschau dann. Und wir gucken mal, ob die aktuellen Corona-Zahlen auch zu den Lockerungen passen. Jetzt die Nachrichten mit Jennifer Siegler. Ja, es geht auf jeden Fall weiterhin bergab mit den Zahlen. Innerhalb eines Tages sind dem Robert-Koch-Institut 1586 weitere Corona-Infizierte in Hessen gemeldet worden. 11 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die hessenweite 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 117,1. Damit hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 7.365 Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Hessen registriert. Das sind 1.636 weniger als in den 7 Tagen davor. Mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft sind bei uns in Hessen jetzt 34,1% der Menschen. Die Commerzbank hat heute für eine positive Überraschung an der Börse gesorgt. Die Frankfurter Bank hat im ersten Quartal einen Gewinn von 133 Millionen Euro erwirtschaftet. Grund dafür war unter anderem das gute Wertpapiergeschäft. Die Sparpläne, die sollen aber trotzdem bleiben. Unter anderem werden allein in diesem Jahr 200 Filialen in Deutschland geschlossen. Der Baustopp für eine Logistikhalle von Amazon bei Echzell im Wetteraukreis bleibt bestehen. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Erwirkt hat den Baustopp der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Die geplante Logistikhalle grenzt an Natura 2000-Gebiete, in denen die EU heimische Pflanzen und Tiere schützen will. Wir haben für sie geklatscht, aber gebracht hat das für die Pflegenden in Deutschland natürlich nicht wirklich was. Deswegen sind sie heute am Tag der Pflege auf die Straße gegangen, um zu protestieren. In 8 hessischen Städten, zum Beispiel in Darmstadt. Rote Karte für Politik und Minister Spahn. Rund 120 Menschen demonstrierten heute in Darmstadt für bessere Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Es ist zu viel Arbeit da und zu wenig Menschen, die sie machen können. Da war es auch schon vor Corona so, dass ich Schlafstörungen hatte, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und dachte, ich müsste sofort zur Arbeit, obwohl ich vielleicht sogar Urlaub hatte. Bei unserer Station hat es dazu geführt, dass wir im letzten halben Jahr 10 Kündigungen hatten. Also wir sind weniger Personal als vorher. Abhilfe schaffen könnte ein neues Konzept zur Personalverteilung. Es liegt dem Gesundheitsminister schon seit Januar vergangenen Jahres vor. Doch passiert ist seitdem nichts. Da kritisieren wir ganz stark die Gesundheitspolitik und ganz speziell Gesundheitsminister Spahn. Dem zeigen wir heute hier symbolisch die rote Karte, weil er viel verspricht, nichts oder wenig umsetzt und aussitzt. Eins machen die Demonstrierenden heute ganz klar. Nur mit Applaus und warmen Worten wollen sie sich nicht mehr zufrieden geben. Das waren noch Zeiten, als wir abends weggegangen sind ins Kino, Restaurant oder in die Kneipe um die Ecke. In Heusenstamm gibt es gerade eine andere Attraktion. Impfen. Das Impfzentrum dort impft 4 Tage lang rund um die Uhr. Wir haben geschaut, wie das ankommt und wer da so kommt in der Nacht. Der Stoff der Nacht. Alle kommen wegen des Inhalts solcher Fläschchen zu später Stunde und mit gutem Grund. Weil man dadurch endlich die Chance bekommt, geimpft zu werden. Und ich eine Nachteule bin, von daher war es passend. Lieber wie morgens. Skurril ist es sicherlich, aber ich finde es gut, dass es endlich vorangeht. Es geht um die Grundimmunisierung und dass wir endlich auch wieder ein bisschen wieder zum normalen Leben zurückführen können. Und von daher finde ich das eine sehr gute Aktion und bin dankbar für die Leute, die das hier machen. So geht's auch Andreas Martin, der sich eine Impfung mit AstraZeneca gesichert hat. Freiwillig und mitten in der Nacht. Man fliegt ja auch immer nachts um die Welt. Also warum soll man nicht immer nachts impfen gehen? Ich finde es gut. Sagen auch 2400 andere Impflinge, die sich die Nacht um die Ohren schlagen, um endlich geimpft zu werden. Bedenken wegen des bei manchen umstrittenen AstraZeneca-Impfstoffs? Bei Andreas Martin kein Thema. Hat sich bestimmt schon schlimmeren Sachen ausgesetzt wie jetzt diese Impfung. Also die Wahrscheinlichkeit, da draußen vom Auto überfahren zu werden, ist glaube ich höher wie eine Thrombose oder irgendwas mit AstraZeneca zu kriegen. Oder mit einem der Impfstoffe. Man hat jeder irgendeine Macke. Nehmen Sie sich mal einen Beipackzettel von einem Medikament für Venen oder irgendwas.
Da stehen ganz andere Sachen drin. Mit den 4 Impfnächten will der Kreis Offenbach auch testen, ob es genug Menschen gibt, die sich nachts impfen lassen würden. Ja, wir haben hier Sonderrationen gekriegt. Also nicht so, dass wir drauf sitzen geblieben sind, sondern wir hatten das Land gefragt, ob wir für diese Aktion eine zusätzliche Lieferung bekommen können. Und das hat das Land möglich gemacht. Fast alle Termine seien innerhalb weniger Stunden vergeben gewesen. Und wer auf die Schnelle seinen Impfpass nicht findet, bekommt wie Andreas Martin eine Impfbescheinigung. Aber erstmal gibt's den Stich. Unangenehm? Wir sind doch hart im Nehmen, oder? Das merkt man gar nicht. Ja? Gut, und dann, wie gesagt, eine halbe Stunde aufgrund der Blutverdünnung warten. Und wenn es Ihnen dann gut geht, dürfen Sie nach Hause gehen, ja? Ich finde das gut, dass ihr das hier macht heute Nacht. Ich habe das vorhin erst gelesen, waren ein paar Plätze noch frei. Da habe ich gedacht, machst du gleich mal hin. Vorbehalte zum AstraZeneca-Impfstoff gäbe es manchmal immer noch, aber... Was nachgelassen hat, sind so ein bisschen Patienten, die wieder gehen, ja. Weil die Patienten einfach sich ein bisschen mehr informiert haben. Wir versuchen den Patienten natürlich im Arztgespräch immer möglichst viele Informationen an die Hand zu geben, dass sie eben medizinisch gut informierte Entscheidungen treffen können und nicht aus der Presse oder von Facebook oder aus sozialen Netzwerken eben diese ganze, sag ich jetzt mal, auch Fake News um AstraZeneca rum nur im Kopf haben. In 12 Wochen soll es dann die zweite Dosis geben. Für manche etwas lang, für andere akzeptabel. Mit dem Impfintervall, also von 4 Wochen auf 12 Wochen, wenn die Wirksamkeit nach 12 Wochen oder 16 Wochen ein bisschen besser ist, dann nehme ich auch gerne die 16 Wochen in Kauf. Aber Hauptsache, wir können dann den Sommer ein bisschen noch genießen. Für Andreas Martin ist es auch kein Problem, noch so lange auf die Rückkehr seiner Grundrechte zu warten. Er sieht eher praktische Probleme. Da müsste doch erstmal sich die Politik einig werden, wie der Ausweis aussehen soll, mit dem man irgendein Grundrecht kriegt wieder. Also das ist ja, ich glaube, dass wir sind jetzt schneller mit der Impferei, wie die Papiere dazukommen. Jetzt wird aber erstmal bis Freitag jede Nacht geimpft. Übrigens, rein statistisch sind bei diesen 4 Impfnächten mit AstraZeneca rund 70% der Impflinge Männer. Wenn man so hört, was auf unseren Autobahnen unterwegs ist, dann kann man sich nur wundern. Marode Lastwagen, die gemeingefährlich sind, Diebesgut, Drogenkuriere, Menschenhändler und der Zustand mancher Fahrer, der ist angsteinflößend. In der Nähe des Flughafens gibt es deswegen gerade wieder große Kontrollen von Zoll, Bundespolizei und Landespolizei mit Mitarbeitern, die ein sehr feines Näschen für Drogenschmuggler haben. Rauschgiftspürhund Tito ist in seinem Element. Er sucht den Inhalt aus einem Seekontainer aus Mexiko ab. Das Land ist bekannt für seinen Drogenhandel, die Beamten schauen deshalb ganz genau hin. Schmuggelware würde sie hier nicht überraschen. Der Hund friert eigentlich an der Fundstelle. Wenn er was gefunden hat, friert er praktisch ein. Der verharrt, bleibt mit der Nase ruhig an der Fundquelle dran. In dem Moment, wo er mir das so anzeigt, heißt das für mich, aha, da ist irgendwie was Verdächtiges, rauschgiftmäßig. Zollhundeführer Frank arbeitet sonst am Flughafen. Die Drogenkontrolle ein sensibler Bereich. Seinen Nachnamen verrät er deshalb nicht. Während Spürnase Tito weitersucht, werden andere Lkw mit einem speziellen Röntgentruck durchleuchtet. Die Zollbeamten um Andreas Geißler prüfen, ob die Schwertransporter auch wirklich das geladen haben, was in den Papieren steht. Der LKW hat jetzt angemeldet geladen Möbel und Textilien. Im Möbelbereich ist Ihnen jetzt etwas aufgefallen, was jetzt nicht zum Bereich Möbel ungefähr passt. Um das genau rauszukriegen, werden die Kollegen das jetzt nochmal nachgucken. Na, wir erkennen nicht immer genau, was es ist. Wenn wir es nicht genau wissen, aber es nicht zum Rest der Ladung passt, dann gucken wir halt nach. In diesem Fall haben die Zollbeamten nichts Auffälliges entdeckt. Der LKW darf weiterfahren und der nächste wartet schon. Rund um den Flughafen werden sie von den Einsatzkräften aus dem Verkehr geholt. Die sind auf der Autobahn unterwegs und ziehen dann LKWs raus, die ihrer Meinung nach interessant sein könnten. Das kommt dann immer darauf an, wo sind wir jetzt gerade in Deutschland, was sind die bevorzugten Schmuggelrouten für Zigaretten oder für Drogen. Gerade wertet Andreas Geißler die Bilder eines marokkanischen LKW aus, der gar nichts geladen haben soll. Auch leere LKWs können durchaus nicht leer sein, sondern irgendwo was verbaut haben. Und dafür ist die Anlage halt eben auch prädestiniert, um das halt eben zu sehen und zu finden.
Bei der Großkontrolle von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll sind seit gestern rund 170 Kräfte in der Nähe des Flughafens im Einsatz. Sie überprüfen zum Beispiel die Ladungssicherheit, Lenk- und Ruhezeiten, Waren und Dokumente. Natürlich spielt der Flughafen da eine Rolle. Flughafen ist ein wichtiger Infrastrukturpunkt. Das heißt, hier sind viele Waren und Personen unterwegs und manchmal auch die falschen oder die richtigen, wie man es nimmt. Straftäter, die möglicherweise gesucht werden oder Kriminellen, die mir das Handwerk mit solchen Kontrollmaßnahmen legen wollen. Sebastian Zeitler von der Bundespolizei schaut sich alle Pässe, Führerscheine und Dokumente genau an. Entweder von Hand ganz klassisch mit einer Lupe und per Seitenlicht oder UV zum Beispiel oder hier auch mit einem Ausweislaser. Und dann werden die Dokumente auch direkt fahndungsmäßig überprüft, fälschungsmäßig überprüft. Allein zwei Verstöße wegen illegalen Aufenthaltes haben sie in der Kontrolle schon entdeckt. Man hat natürlich viel gesehen, alles aber noch nie. Es gibt immer irgendwas Neues. Die Dokumente ändern sich ständig, es kommen immer wieder neue auf den Markt. Zurück zu Spürhund Tito. Er hat nicht angeschlagen, im Container aus Mexiko sind keine Drogen versteckt. Ich hatte die Folie vorher angeschnitten, damit, wenn Rauschgift verbaut wäre, dieser Geruch nach außen dringen kann und dass es der Hund einfacher hat. Aber das war jetzt in dem Fall nicht so. Zur Belohnung wird jetzt aber trotzdem noch eine Runde gespielt. Vor zwei Wochen sind zwei Straftäter aus einer forensischen Psychiatrie in Bad Emstal geflohen. Jetzt kann man in Nordhessen aufatmen. Nochmal Nachrichten mit Jenny. Die Polizei hat jetzt nämlich auch den zweiten ausgebrochenen Straftäter gefasst. Spezialeinsatzkräfte haben ihn gestern Abend in Friedberg festgenommen. Er wurde zurück in die Klinik nach Bad Emstal gebracht. Der Mann war zusammen mit einem anderen Häftling geflohen und der hatte bei seiner Festnahme versucht, zwei Polizeikräfte zu überfahren. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich wieder heftig zugespitzt. Deswegen hat die hessische Polizei ihre Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen geprüft. Die Sicherheitsbehörden stehen dazu im Austausch mit den jüdischen Einrichtungen. Schon nach dem Terrorangriff auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr war der Schutz verstärkt worden. Morgen beginnt in Frankfurt der dritte ökumenische Kirchentag. Die allermeisten Veranstaltungen werden nur virtuell stattfinden. Doch schon heute gab es Protest gegen den Kirchentag. Und zwar ganz real. Auf dem Römerberg hat ein Aktionsbündnis gegen die schleppende Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in den Kirchen demonstriert. Mit übergroßen Figuren und Tafeln, die an die 10 Gebote erinnern. Außerdem fordern sie die Kirchentagsteilnehmer auf, sich selber bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs stärker zu engagieren und sie nicht nur den Kirchen zu überlassen. Das Bündnis kritisiert auch, dass der ökumenische Kirchentag mit Steuergeldern finanziert werde. Das war's von den Nachrichten. Weiter geht's bei Andreas. Er war der bedeutendste deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts. Auch wenn sich viele über ihn so richtig schön ärgern konnten oder vielleicht gerade deswegen. Er war bekannt für Filz und Fett und seinen Hut, Josef Beuys. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Die Stadt Wiesbaden hat deswegen heute in Anlehnung an seine große Kasseler Kunstaktion angefangen, Eichen zu pflanzen. 7000 sollen es mal werden. Das Ganze ist eine Kooperation vom Umweltdezernat und dem Museum Wiesbaden. Beuys war ja Mitgründer der Grünen und die Umwelt lag ihm am Herzen. Vor knapp 40 Jahren hat er zur Documenta in Kassel sein Projekt Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung gestartet. Aber es gibt noch andere verrückte Kunstwerke von ihm in der Stadt. Der Künstler mit Krone in Kassel. Die Nachbildung der Kopfbedeckung von Ivan dem Schrecklichen hat er in einer Kunstaktion eingeschmolzen und zum Friedenshasen gemacht. Für Kunstkritiker Christian Sehrend ein typischer Beuys, wie auch dieser Raum in der neuen Galerie in Kassel, den der Künstler 1976 eigenhändig eingerichtet hat. Seitdem stehen hier ein Bus und 24 Schlitten. Manchmal kommt es mir so vor, als sei dieser Witz, ist das Kunst oder kann das weg, quasi direkt für Beuys erfunden worden. Ja. Aber das ist natürlich auch in gewisser Weise Kalkül von ihm. Ist das Kunst oder kann das weg, haben sich auch viele Kasseler gefragt, als Josef Beuys zur Documenta 1982 7000 Steine auf ihren Friedrichsplatz gekippt hat. Jetzt kommen da wieder die dicken Bengels. Ja, der ist bestimmt über eine Tonne. Seine Idee, die Steine sollten in ganz Kassel verteilt und neben jedem eine Eiche gepflanzt werden. Damals umstritten, heute ein Jahrhundertkunstwerk, das ihn in Kassel unsterblich gemacht hat.
Die Begrünung mit Tausenden von Bäumen ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Maßnahme gewesen, um aus Kassel eine lebenswerte Stadt zu machen. Insofern ist Beuys für Kassel sowas wie ein progressiver Stadtentwickler gewesen, jemand, der einen wichtigen Anstoß gegeben hat. Und das ist vielleicht auch für mich sein wichtigstes Kunstwerk. Sogar eine Straße wurde in Kassel nach dem Künstler benannt. Kein Wunder. 5-mal war er zu Lebzeiten auf der Documenta vertreten. Dorothee Gerkens, die Ausstellungsleiterin der neuen Galerie, weiß, Beuys und Kassel, das passt. Durch die Documenta-Teilnahme in Kassel hat Beuys eine sehr enge Beziehung zu Kassel. Er ist immer wieder nach Kassel gekommen, hat hier auch die Free International University gehabt, die aus einer Documenta hervorging, und auch sehr viele Kontakte mit Kasselanern und Kasselinern gehabt. Für Christian Sehrendt war der 1986 verstorbene Joseph Beuys aber nicht nur ein genialer Künstler, sondern auch ein politischer Vordenker. Als Mitbegründer der Grünen hat er die etablierten Parteien immer kritisch gesehen. Ich glaube, dass Beuys sich heute eingesetzt hätte für mehr Bürgerfreiheit und für weniger staatliche Bevormundung, vielleicht auch für einen kritischen Blick auf die behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aber auf dem Boden der Demokratie. Zu Lebzeiten hat Beuys immer wieder sein Motto betont: Jeder Mensch ist ein Künstler, der seine eigene Zukunft gestaltet. Für ihn war Kunst eine Möglichkeit, aktiv zu werden. Und zwar unabhängig eigentlich vom sozialen Status und vom Bildungsstand. Also Kunst war für Beuys sowas wie ein Aktivierungsinstrument, was eine gesellschaftliche Wirkung haben sollte. 100 Jahre Joseph Beuys. Wir danken für 7000 Eichen, 24 Schlitten, einen VW-Bulli und viele, viele verrückte Ideen und Aktionen. Toller Typ. Nach dem Wetter und der Tagesschau sehen Sie das Hessenschau-Extra, Rückkehr der Hoffnung in Corona-Zeiten. Und Jenny ist dann später auch mal dran. Genau, wir rücken ein bisschen nach hinten von der Zeit und sind dann um 22.35 Uhr mit dem Neuesten aus Hessen wieder hier. Dann gibt es noch mal eine Hessenschau. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, bis dahin. Tschüss, schönen Feiertag.